eigentlich von Natural Bodybuilding? Denkt ihr, es ist echt? Und so weiter und so fort. Fangen wir direkt an mit unserem Ronny hier. Leg mal los. Das einzige Problem, was ich halt sehe und was mir nicht gefällt, es gibt wirklich Leute, die sind natural und dann gibt es halt auch einige, die starten eben in einem Naturalverband, sind es nicht. Dann sind natürlich die wirklich Naturalen die Beschissenen, sage ich mal. Ne? Ja, WrestleMania ist ja bekannt. Ja. Aber ein Typ, der kam an Natural Olympia, der wurde Zweiter, der wurde mit 5 Steroiden getestet. Der hatte 5 Steroide im Körper. Geht 3 Wochen später zu WrestleMania, wo jeder pissen muss. Jeder Athlet, 400, 500 Athleten pissen in den Becher rein und geben den ab. Und ist doch Gesamtsieger geworden. Und weißt du, wo diese ganzen Becher landen? Im Endeffekt nach der Show in der Toilette. Wird Supercoach nicht. Das, was der Ronny gesagt hat, das ist ja schon mal das Allerwichtigste. Ein Athlet braucht erstmal eine gute Genetik. Das sage ich ja auch immer. Ja, nicht glauben wollen, dass Genetik Nummer 1 ist. Ja, du kannst nicht aus einem Esel ein Rennpferd machen. Du kannst einen richtig schnellen Esel machen, aber niemals ein Rennpferd. Ja, aber ich bin immer so, also ich bin schon ein Fan von den ganzen Intensitätstechniken. Also dieses normale Training, 8 oder 10 Wiederholungen, das bringt mir, also hat mir nicht so viel gebracht. Zu viel gefickelt da, noch mit dem Buch und noch mit dem Stift rumzurennen. Da habe ich keinen Bock. Also, ja. 200 Kilo 5-mal gedrückt habe auf der Bank und das andere Mal nur 4-mal, dann habe ich gedacht, oh Gott, jetzt verliere ich ganz viel Muskeln. Was für Tricks hattet ihr auf Lager gegen den Hunger in der Vorbereitung zum Wettkampf? Oder was habt ihr gemacht? Ronny, leg mal los. Wenn das nachts war, habe ich angefangen, Eiweißpulver zu fressen, auf gut Deutsch. Ne? Ich hab das Pulver immer in den Mund gemacht. Und bist da schon fast so gestanden und hab da rumgekaut ewig dran. Aber das hat mir geholfen, so 2-3 Löffelchen immer nachts, weil nachts ist der Heißhunger gekommen. Ne? Das ist der Trick, wenn ihr Hunger habt, kocht für jemand anders. Okay, keine Ahnung. Ob das... Ja, ich habe schon mal mit einer Frau trainiert und warum? Wie war das? Hat dir das gefallen? War das geil oder war das nicht so gut? Oder? Ja, gut, wenn du mit einer Frau trainierst, dann musst du halt deine Gewichte runterbauen. Ne? Und das ist halt das, was dann halt scheiße ist. Ja. Ich kann, Sibylle war auch sehr stark, muss ich sagen. Ich kann mich auch erinnern, ich war am Trainieren und ich habe irgendwie am Rack Shrugs gemacht und ich hatte, glaube ich, 200 Kilo auf der Stange und dann kam Sibylle, hat mich begrüßt und meinte, was machst du denn da? Nimm die Stange so und heb einmal so an. 200 Kilo, ne? Einmal so aus dem Rack rausgehoben. Ne? Frauen ja von Natur aus im Hamstring stärker sind als Männer. Ne? Ja, absolut. Ja, also ich sage, diese Muskelgruppe ging relativ gut zusammen. Ne? Da muss ich auch gestehen, dass ich da in vielen Übungen gar nicht so viel stärker war. Also, ja, ist da, komisch. Ne? Also ich komme mal zu etwas, was ich persönlich wissen möchte von euch. Denn ich weiß ja nicht, ob ihr schon mal meine Videos schaut oder was auch nicht. Ich hatte ja früher auf dem Höhepunkt meiner Karriere, wenn man das so nennen kann, einen Fanclub, also einen Female Fanclub. Und da waren zwischen 18 und 40 nur Frauen drin. Und die waren im Prinzip, also ich machte so und dann haben die vor der Tür gestanden und dann konntest du Sex haben. Also wie auch immer, was auch immer. Was mich jetzt bei euch interessieren würde, fangen wir wieder mit Ronny an. Hattest du auch so diese Frauen, die sich so pretty much an deinen Hals geschmissen haben, auf deine Füße geworfen haben, haben gesagt, oh, bitte, hab Sex mit mir oder irgend sowas Ähnliches. Hat es sowas bei dir auch gegeben? Oder wie auf dem Gürtel sollte ich ein Autogramm draufschreiben und dann schreibt noch mehr wie Telefonnummer und solche Geschichten halt. Das ist alles schon vorgekommen. Aber letztendlich war es ja so, sie war immer dabei, ein Auge auf Johannes, ein Auge rundherum gucken, was los ist. Ja? Keine Chance. Sibylle war immer dabei, keine große Baby. Wenn wir da hinkommen, wollte ich mal fragen, was glaubt ihr eigentlich, wie ein Ronnie Coleman oder ein Phil Heath heutzutage auf der Mr. Olympia abschneiden würde? Sagt mal eure ehrliche Meinung. Ich kann es mir vorstellen, was ihr sagt, aber Ronnie, du bist wieder dran. Als erster, leg mal los. Ja gut, dazu habe ich ja mein Statement abgegeben. Da bin ich der Meinung, dass Ronnie Coleman heute immer noch
in seiner Bestform auf jeden Fall Mr. Olympia werden würde. Okay, so, jetzt nähern wir uns zu dem richtigen Mr. Olympia, der ja, glaube ich, was ist es, in 8 Wochen, 9 Wochen kommt. Und ich würde mal gerne eure persönliche Vorhersage hören. Zuerst aber gehen wir reihum für die Klassik, weil wir haben ja 3 deutsche Top Bodybuilder in der Klassik Physik. Wir haben unseren Urs, natürlich, wir haben den Mike. Also wenn ich halt sehr gut finde, das ist halt der Mike Sommerfeld. Wie gesagt, Mike Sommerfeld hat für mich das größte Potenzial, würde ich mal sagen. In Bestform ist, okay, in Bestform. Natürlich C-Bum auf Platz 1. Ich glaube, dieses Jahr kann den immer noch keiner schlagen. Das sehe ich so. Und jetzt kommt meine Prediction, meine richtige. Ich sage, der Urs wird zur Olympia dieses Jahr ausgehen und so weiter. Sag uns mal, was denkst du? Ja gut, also ich sage jetzt mal, der Rami, der wird gewinnen, der wird halt einfach alle erdrücken mit seiner Masse. Schieß mal los. Ja, ich glaube auch, dass der Rami Mr. Olympia wird. Also nicht, weil ich jetzt das nicht so sehen würde, dass ich ihn unbedingt auf 1 hätte. Ne? Ich würde sagen, dass Big Ramy auf jeden Fall wieder die Nummer 1 sein wird. Es ist immer schwierig, Mr. Olympia zu schlagen.